Cooking-Tipps bei What's for Beats, und zwar zu dieser leckeren Bratwurst mit Josh Kumra. Richtig, richtig lecker. Aber normalen Senf kann man natürlich dazu geben, aber den kann man auch ganz einfach verfeinern. Geht folgendermaßen: Senf in eine Schüssel geben. So. Und dann Kräuter dazu. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Thymian. Und dann vom Fenchel, Winnie, zeig das mal, wirklich nur das Kraut nehmen. Nennt sich Fenchelgrün, so eine leichte Anisnote. Dann noch dazu ein bisschen Zwiebelsäure in Form von Schnittlauch. Das alles zusammen. Das Messer nehmen, ganz fein runterhacken. Hier. Dann das dazugeben. So. Einfach untermischen. Und ihr werdet merken, lasst das Moment ziehen, dass die Kräuter den Geschmack mit dem Senf, dass es sich alles verbindet. Und ihr merkt, diese Wurst schmeckt gleich besser. Und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, das ist gleich zweiter Tipp rein, das Ganze auch noch mit so körnigen Dijon-Senf. Der sieht so aus. Guck mal her. Nochmal aufwerten das Ganze. Also ihr seht, Senf kann man ganz viel variieren. Man kann auch wunderbar Feigen reinmachen. Das gibt eine süße Note. Aber probiert das mal aus. Cooking-Tipps von Steffen Hensler.